Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach in Fortnite die Kindersicherung ausschalten könnt, falls diese bei euch aktiviert ist. Dafür gehen wir oben rechts einmal hier auf unser Profil und dann einmal auf diese drei Striche. Und hier haben wir dann jetzt schon direkt Kindersicherung. Und hier müssen wir den PIN eingeben. Wenn ihr den wisst, gebt ihr dort den PIN ein und könnt dann anschließend unten einmal auf Ausschalten drücken. Falls ihr den PIN nicht wisst, könnt ihr auf PIN vergessen drücken und werdet dann hier weitergeleitet zu einer Epic Games Seite. So. Und das Ganze sieht dann so aus. Und hier können wir einmal zur Rücksetzung, Zurücksetzen der Kindersicherungspin einmal aktivieren, bestätigen das Ganze. Und jetzt können wir ganz einfach in unser E-Mail-Postfach gehen, den PIN eingeben und schon ist das Ganze dann fertig. Also ihr könnt dann in der E-Mail den PIN zurücksetzen und den dann ganz einfach eingeben und somit die Kindersicherung deaktivieren. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Falls ihr dennoch Fragen habt, in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir. Ich bin dann raus und bis zum nächsten Mal.